Hallo, Servus, Grüß Gott und ein herzliches Willkommen zu meiner 5. Folge Forstprojekt auf der Kiffhäuser am Kanal von Premium Gaming Austria. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr sehen könnt, sind wir kurz vor Sosnovka beim Dimitri. Knapp 1,5 Stunden hat es länger gedauert als normal, denn ich dachte mir, die Abkürzung über den Feldweg würde schneller sein, war er nicht. Aber jetzt sind wir da. Dimitri, mit dem habe ich vorhin telefoniert, wird heute leider nicht am Hof sein, denn es hat gestern sehr starke Regenfälle gegeben. Ich sollte das Navi einschalten, ich bin noch nicht so oft hier gewesen. Hat sehr starke Regenfälle gegeben und der Hof soll ziemlich schlammig sein. Wir können seine Geräte alle benutzen, ist überhaupt kein Problem fürs Verladen. Der drei Paletten und der Hackschnitzel. Können uns auch gerne seine Maschinen ansehen. Wir haben die Erlaubnis bekommen. Ah, man sieht es schon von der Weiten, seine alte Masse Ferguson-Raupe steht auch hier. Und ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich habe mit ihm auch gestern schon etwas gefeilscht bezüglich eines Traktors, den ich gerne von ihm gebraucht kaufen möchte. Vom Preis her sind wir den einen oder anderen Tausender noch voneinander entfernt. Ja. Hier sind wir schon da. Aber ich denke mir, den werden wir uns kaufen, denn als Verstärkung für unser Gespann wäre das sicher von Vorteil. Er hat auch gesagt, dass wir den Manitou benutzen können fürs Verladen der drei Paletten. Da es wirklich sehr schlammig ist und der sich nicht sicher ist, ob wir das mit unserem Traktor hier schaffen können. Bin schon lange nicht mehr Manitou gefahren, also somit wäre es mal wieder was Neues. Den Case stellen wir hier inzwischen ab. Ich zeige euch mal schnell eine Totale von seinem Unternehmen. Das ist ja wirklich pipi fein. Ein Palettenwerk, ein Hackschnitzel, Cutter nenne ich jetzt mal, ich weiß gar nicht genau wie es heißt, ein Haufen LKWs, Trailer, Holztrailer, Mulden etc. etc. Also wirklich ganz was Feines schon. Da wollen wir auch mal hin, vielleicht nicht unbedingt vom Hof her in so einem älteren Stil, sondern schon ein bisschen moderner, aber der Größenordnung der Fahrzeuge nach ist das schon sehr, sehr nice. Sehr schön. Ich würde vorschlagen, wir stellen unseren... hat er auch gesagt, wir sollen nicht die zwei versunkenen Paletten hier am Platz nehmen, sondern die er oben bei der Hackschnitzelmaschine gelagert hat. Die sollen wir nehmen, die lassen sich leichter verladen. Die Karte brauchen wir nicht mehr. Ich würde das hier so einmal abstellen, dann steigen wir mal aus, öffnen die Bordwand des Trailers, das müsste mit der Taste O funktionieren, jawohl, und setzen uns in den Manitou und verladen die drei Paletten erstmal auf den Ja, funktioniert gleich. Startknopf kenne ich gleich mal. Und verladen wir mal die drei Paletten auf unserem Trailer. Okay, Drehlicht schalten wir ein. Und ab geht's. Paletten verladen ist nicht immer so meine Lieblingsbeschäftigung, da hier die Gabelzinken schon ziemlich knapp bemessen sind für die Paletten. Aber ich werde es mal versuchen und mein Bestes geben. Sind ja Gott sei Dank nur drei Stück, somit könnte ich mir vorstellen, dass das klappt. Natürlich auch ein bisschen in der Schräge, das gleich noch schwieriger ist. Danke Dimitri, das ist wirklich sehr nett von dir. Aber wir schaffen das schon. Jawohl, erste Palette ist auf den Gabeln. Er hat mir gesagt, er ist mit seinen Männern alle im Wald. Da, wie gesagt, die schweren Unwetter seinem
Forstbestand schon schwer zugesetzt hat. Also bei uns während der Herfahrt heute Morgen, beziehungsweise heute Mittag eigentlich, war es jetzt eigentlich nicht so schlimm. Das ist halt immer das Problem mit den Gabeln. Runter mehr vom Stapler. Wie? Dann machen wir es wieder mit der altbewährten Methode. Zwar nicht ganz so schön, aber funktional. Die drei Paletten sind verladen. Das ist nicht meine Arbeit. Ich sage es euch gleich, Paletten verladen ist für mich die ultimative Qual. Bäume verladen ist kein Problem, aber Paletten verladen ist so gar nicht mein Metier. Stellen wir den Manitou wieder hierher. Machen die Bordwand wieder zu, schmeißen noch ein Spanngurt drüber. Mal schauen. Wie viele Spanngurte wir brauchen. Ah, wir schmeißen überall zwei Spanngurte. Okay, können wir so wieder nicht machen. Müssen wir die Spanngurte vorher noch lösen, bevor wir die Bordwand seitlich zumachen können. Sollte normalerweise im Real Life aber auch so möglich sein. Ach, jetzt haben wir den Hinter aufgemacht. Ist zwar sehr funktional, aber man muss genau aufpassen, welche Tasten das man drückt. Ah, deshalb erspannt die Spanngurte außen über die Bordwand. Nicht unbedingt das Idealste für die Bordwand, aber die Entwickler von diesen kleinen Traktoranhänger werden sich schon was dabei gedacht haben. Gut, die drei Paletten hätten wir mal. Jetzt brauchen wir noch unsere 22 Tonnen Hackschnitzel. Die werden wir gleich direkt in die Hänger fließen lassen. Hier ist eigentlich nur die Schwierigkeit. Ich denke mal, dass hier ist alles schon so weich. Die Erde ist schon so aufgeweicht, da ist das jetzt auch schon egal, da kann ich auch nochmal durchfahren. Kleinen Rundblick, wir sehen uns dann nachher nochmal genauer an, seinem Fuhrpark. Aber so könnte ich mir das vorstellen, das wäre schon beeindruckend, wenn wir unsere Firma auch auf so eine Größe bringen würden. So einem feinen, kleinen, aber dennoch kräftig ausgestatteten Fuhrpark wäre das wirklich schon sehr schön. Hier brauchen wir jetzt dann die Funktion des Triggers. Wir müssen erstens die Plane öffnen. Jawohl, das funktioniert, das ist schön. Und dann müssen wir noch füllen. Tonnen, ich hoffe, er hat so viel. Aber ich denke mal schon. Dann können wir gleich beim zweiten Hänger die Plane öffnen.
dauert jetzt einen kleinen Moment, bis die 22 Tonnen hier auf unsere Hänger verteilt sind. Was ich in der Folge gestern schon angesprochen habe, ist einfach unsere Mutterleistung. Ich bin schon gespannt, wie sich unsere beiden Traktoren bei der Heimfahrt so machen. Mir ist aufgefallen bei der Hinfahrt, dass sie schon etwas zu kämpfen gehabt haben bei dem hügeligen Land. Also man wird sehen. Mit Dimitri habe ich gesprochen, er hat gemeint, betreffend den Preis für die drei Paletten Hackschnitzel in Säcken und die 22 Tonnen Lose unterhalten wir uns nochmal separat. Ich soll mal schauen, was mir der Bürgermeister bezahlt, und dann werde ich mit ihm schon einig werden, meinte er. Mit einem Augenzwinkern natürlich, in der Hoffnung, dass ich ihm seinen gebrauchten Traktor hier abkaufe, der mir sehr gut gefällt, aber ich habe es natürlich nicht anmerken lassen. Das werden wahrscheinlich noch harte Verhandlungen werden, aber mit Dimitri habe ich mich jetzt immer noch geeinigt. So, 22 Tonnen, dass wir nicht zu wenig und nicht zu viel nehmen. Ein bisschen drüber werden wir laden, damit wir auf der sicheren Seite sind. So, 22,1 Tonnen, das ist in Ordnung. Die Plane werden wir dann wieder schließen zur Sicherheit, damit hier... Oh nein, es ist noch ein bisschen feucht, merke ich gerade, anhand des Gewichts. Somit lassen wir es laufen, vielleicht trocknet es noch etwas. Wenn wir mal hier stehen. Jetzt drehen wir noch eine kleine Runde über den Dimitri seinen Hof. Hier haben wir den Bonze Scorpion Vollerntemaschine, auf die freue ich mich schon sehr, die erleichtert unsere Arbeit im Wald immens. Nicht ganz billig, aber dennoch ein optimales Gerät. Der JCB Radlader mit der Rückezange, perfekt zum Verladen. Der Bonsai Buffalo für die Stämme aus dem Wald zum Transportieren, auch sehr sehr nice. Hier die Tatras Sattelzugmaschinen, drei Achsen, Kipper, Hackenliftgerät, auch sehr, sehr fein gemacht. Ein kleiner Zetor zum Bäumepflanzen, ein Tandem, Sattelauflieger für die Baumstämme, einmal ein Zetor, steht nichts dran. Hier einer mit Verladekran, JCB, Traktor, nochmal ein T-Runner, Hackenlift, der passende Kippanhänger, ein großer Joskin, und hier dieses Gerät sollten wir uns auch noch zulegen. Dieses Gerät verwandelt sämtliche lose Materialien in Säcken und füllt es in Paletten ab. Ein kleiner alter Steirer Traktor, auch sehr sehr schön gemacht, auch sehr nice. Mulden, also hier Equipment genug. Jetzt zeige ich euch noch den Massey Ferguson, um den es gehen würde. Hier wird der Traktor veranschlagt, hatte er 28.470 Euro, will er haben, dafür inklusive Baufräse 20.000 möchte ich bezahlen, mehr nicht. Ich hoffe, dass wir uns hier in irgendeiner Art und Weise einigen können, aber dieses Gerät, glaube ich, so mit der Zwillingsbereifung und dem Forstrahmenaufbau, den werden wir uns zulegen. Wetterbericht habe ich gehört. Soll wieder ganz schön zum Regnen anfangen, deshalb würde ich vorschlagen, wir fahren jetzt dann gleich los, wieder ab nach Hause auf die Kiefhäuser zu uns am Hof. Wir danken Dimitri recht schön, dass er uns so kurzfristig aushelfen konnte. Macht auch nicht jeder, die meisten nutzen es gleich schamlos aus und machen die Geschäfte dann direkt mit deinem Kunden. So ist Dimitri nicht, der schaut schon auf uns, der ist ein korrekter Kollege. Oh, gleich ein bisschen zu weit. Das Hardmenü brauchen wir nicht mehr. Also dann, meine Freunde,
Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich werde jetzt noch zurückfahren zu uns auf die Kiefhäuser am Hof. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, ein nettes Kommentar, ein Abo für unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal, wenn die Gespräche mit dem Bürgermeister beginnen. In diesem Sinne, tschüss!